Jo, das Spiel ist vorbei. Augsburg-Leverkusen, was soll man zu sagen? Augsburg hat zwar ein Tor geschossen, aber nicht so gut gespielt. Was in dem Fall Kacke ist. Für Augsburg natürlich. Für Leverkusen ist es ein wichtiger Sieg. Denn es geht um Europa. Leverkusen ist für mich ein Team, was auch noch eigentlich nach Europa gehört. Eigentlich sind vier Teams der Bundesliga, die nach Europa gehören. Aber so Teams wie Leipzig natürlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Sie spielen sportlich natürlich europa-tauglich. Also in der Bundesliga spielen sie europa-tauglich, aber an sich nein, Leipzig nicht. Jo, Leverkusen gewinnt, ist damit erstmal auf dem Euro-Platz, bis Hoffenheim gespielt hat. Ja, wie gesagt, so übersehen Spiel. Zwei Abseitstore, die natürlich nicht gegeben wurden. Einmal Videobeweis, einmal direkt gesehen und dann Videobeweis. Also ja, auch richtig. Beide waren korrekt. Da hat dieser Videobeweis, den es im DFB-Pokal nicht gab, eingegriffen. Ja, natürlich war Augsburg erst in Führung und dann die Gegentore. Bitter für Augsburg. Und ja, sie sind jetzt, die Augsburger sind nicht direkt ein Abstiegskampf. Sie können zwar noch absteigen, aber wenn Augsburg und Schalke bzw. Augsburg einen Sieg noch holt, sind sie so gut wie durch. Dann sind sie genau punktgleich. Und Stuttgart schafft keine 30 Tore mehr, diese circa bräuchten. Also ja, Stuttgart wird wahrscheinlich absteigen, beziehungsweise Rehli kommen. Und Augsburg ist so gut wie durch. Glückwunsch an Augsburg schon mal für den wahrscheinlichen Klassenhalt. Können mal ganz kurz gucken. Können Sie noch direkt absteigen? Sie können nicht direkt absteigen, aber das war schon beim letzten Spieltag. Okay. Aber Sie können halt noch auf die Rehli kommen. Es sind noch 3 Punkte. Sie brauchen noch 2 Punkte, wenn ich richtig bin. Können ja mal 2 ins plus 12. Ja, sie brauchen noch 2 Punkte. Das schaffen sie. Also so gut wie durch. Leverkusen, wichtigen Sieg für den Kampf um Europa. Deswegen würde ich sagen, was mit dem Video haut reinlassen, like da. Teilt die Videos morgen. Freut euch aufs Derby und ciao.